Hallo und herzlich willkommen bei Veggileo zu einem weiteren Was ich alles so esse Video. Das sind die Zutaten, die ich mir jetzt gerade zurechtgelegt habe für eine Chinakohlpfanne. Und da habe ich jetzt erstmal die Zwiebel in dem kleinen Fissler Feincut zerkleinert und in einem ganz kleinen bisschen Ghee mit Olivenöl angebraten. Den Tofu habe ich hier ebenfalls zerkleinert. Das ist jetzt für mich ein wunderbarer Hackersatz. Der Tofu war eingefroren. Wenn man den dann eingefroren hat und man hat den wieder aufgetaut, dann ist da sehr viel Flüssigkeit, die man noch auspressen kann und dann erhält der Tofu eine ganz andere, viel festere Konsistenz. Und hier in der Form als Hackersatz macht er sich wunderbar und liefert natürlich auch gleichzeitig eine Menge Proteine. Ich habe dann auch die Möhren direkt in dem Fissler Feincut zerkleinert und mit dazugegeben und dann erstmal alles schön miteinander angebraten, bis das Ganze so eine leichte Bräune bekommt und ein paar Röstaromen entstehen. Dann habe ich das Fleischgewürz oder wie ich es auch gerne nenne, Universalgewürz. Ich habe mal ein kleines Short-Video dazu hochgeladen. Ich verlinke euch das gerne mal. Das habe ich dazugegeben und dann von dem Chinakohl erstmal die härteren unteren Teile. Die brauchen ein bisschen länger zum Garen und deswegen habe ich die erstmal dazugegeben. Und dann habe ich Wasser mit hinzugegeben und Gemüsebrühpulver. Ich benutze ja immer das Gemüsebrühpulver von der Koro Drogerie. Das gibt es einmal mit Salz und einmal ohne Salz. Ich verwende das mit Salz, aber ich finde es toll, dass es auch eine Version ohne Salz gibt. Ja, und dann kommen noch ein paar Kräuter hinein, und zwar Thymian. Ich habe Thymian auf dem Balkon und das ist sehr praktisch. Da habe ich mir jetzt ein paar Blättchen von abgemacht und die habe ich dann klein geschnitten und mit hinzugegeben. Und dann habe ich die feineren Blätter von dem Chinakohl auch mit hineingegeben. Alles gut miteinander verrührt und dann erstmal den Deckel drauf und das Ganze, ja, so 10 Minuten köcheln lassen, bis das alles schön gar ist. Und dann habe ich das Ganze nochmal abgeschmeckt. Und zwar, was ich da besonders gut drin mache, das ist immer so ein Schuss Sojasauce. Die habe ich jetzt da hineingegeben. Und dann noch einen kleinen Schuss Alpro Cooking. Kann man natürlich, also es ist jetzt Sojasahne, man kann natürlich auch Cashewsahne nehmen oder irgend sowas in der Art. Das macht das Ganze noch ein bisschen cremiger. Mir war das jetzt von der Konsistenz her aber noch ein bisschen zu flüssig und deswegen habe ich noch ein bisschen Speisestärke mit Wasser gemischt und das mit untergerührt und dann bekommt das Ganze dann auch ein bisschen mehr Bindung. Ja, und dann habe ich das Ganze nochmal abgeschmeckt und ich habe hier im türkischen Supermarkt, da gibt es immer so große Dosengewürze, das kaufe ich immer ganz gerne. Das ist dann immer viel, viel günstiger und da gibt es Paprika edelsüß auch hier in so einer Flockenvariante. Normalerweise kennt man das ja klein gemahlen und das benutze ich auch sehr gerne und da habe ich dann noch einen Teelöffel mit hineingegeben. Und das Ganze dann ja verrührt und dann ist das Essen auch fertig. Ich habe es noch ein bisschen ziehen lassen, denn jetzt kommt noch meine Beilage. Und zwar habe ich hier diese Edamame und Spirulina Spaghetti. Die hatte ich in meiner Retterbox von Surplus und die haben auch ganz tolle Nährwerte. 43 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm. Also ich fand das richtig, richtig klasse. Und ich habe sowas noch nie gegessen vorher und war sehr neugierig darauf. Die sind sehr fein. Ihr seht das jetzt hier. Und die riechen wirklich schon nach Spirulina, also so ein bisschen Fischalgenmeermäßig. Und da hatte ich so ein bisschen Bedenken. Aber nach dem Kochen haben die nicht danach geschmeckt. Also das war ganz toll. Die haben mir unheimlich gut gefallen. Und wenn ich sie noch mal irgendwo sehen sollte, werde ich sie bestimmt auf jeden Fall mal mitnehmen. Ja, und das ist jetzt der fertige Teller. Es hat richtig toll geschmeckt. Es war eine ganz tolle Kombination, die jetzt auch mal wieder durch Zufall entstanden ist. Ja, mein nächstes Essen, das ist mal wieder mein All-Time-Favorite. Es gab mal wieder Paprika, Zucchini, Tofu, alles aus der Heißluftfritteuse mit einem Dip aus Alpro Skier Style und Kräutern.
Und hier habe ich jetzt nochmal was aus meiner Retterbox. Das sind dieses Mal hier Fava-Bohnen-Fusilli. Dann habe ich hier gehackte Tomaten, schwarze Bohnen, noch einen Kohlrabi hatte ich im Kühlschrank. Und das hier hatte ich noch vom Urlaub übrig, die Hühnerbrühe und das Tomatenpulver, das hatte ich mir abgefüllt. Es ist richtig ungemütlich geworden und deswegen gibt es jetzt eine Suppe. Und auch hier ist ordentlich Protein drin, 25,5 Gramm. Und nur 1,8 Gramm Fett. Die haben mir auf jeden Fall auch richtig gut gefallen. Also es sind ganz tolle Nudeln. Wenn ihr die mal irgendwo seht, dann könnt ihr die auf jeden Fall mal mitnehmen. Ja, ich habe jetzt einfach die vegane Hühnerbrühe in einen Topf gegeben. Dann eine Dose gehackte Tomaten dazu. Also wirklich super, super simpel. Dann die Nudeln da rein. Die habe ich jetzt praktisch da drin dann schon gekocht in der Brühe. Und dann habe ich den Kohlrabi klein geschnitten in kleine Würfel, ebenfalls mit hinzugegeben und habe das Ganze dann kochen lassen, bis alles gar ist. Und dann habe ich ganz zum Schluss die schwarzen Bohnen abgespült und mit drunter gehoben. Die müssen ja nur noch mal heiß werden. Die sind ja schon fertig gegart. Und dann ist das Essen auch schon fertig. Nochmal abschmecken, ob noch irgendwas an Gewürzen fehlt. Aber die vegane Hühnerbrühe, die ist so gut gewürzt, dass das eigentlich oft gar nicht mehr nötig ist, noch weitere Gewürze hinzuzugeben. Ja, und das war jetzt die fertige Suppe. Gerade bei den Tagen, wo es was kälter wird, richtig, richtig toll und ist super schnell gemacht. Und Salat gibt es auch immer mal wieder. Da unten drunter befindet sich ganz viel Salat. Dann noch Tomaten, geraspelte Möhren, Zwiebeln, Kidneybohnen, Erbsen. Und dann habe ich oben drüber noch Kürbiskerne gemacht und dazu gab es ein Kräuterdressing. Es war ein Kohlrabi im Angebot und deswegen gibt es schon wieder Kohlrabi. Und hier habe ich jetzt die Soße zu Schweinebraten von Knorr. Die ist vegan, ist natürlich nichts für andauernd, aber ab und zu kann man das mal machen. Und hier ist noch Räuchertofu und Mandelsesamtofu. Den hatte ich eingefroren und ich muss unbedingt meine eingefrorenen Reste mal aufbrauchen. Ich habe beides in kleine Würfel geschnitten und mit Zwiebeln zusammen in einer Pfanne angebraten. Ich versuche es immer ganz ohne Fett, wenn es nicht geht, nehme ich ein ganz kleines bisschen Ghee mit Olivenöl. Und dann habe ich ein bisschen Rotwein dazu gegossen, habe das Ganze einkochen lassen. Ich kann auf diese Art und Weise so eine fertige Soße ein bisschen aufpimpen und der direkt einen viel besseren Geschmack verleihen. Also manchmal schmecken die Soßen ja einfach so ein bisschen, naja, neutral, möchte ich mal sagen. Aber auf die Art und Weise wird es dann doch ganz lecker. Ich habe die Soße dann mit Wasser angerührt, das Soßenpulver, habe das dazu gegeben und das Ganze erstmal eine Weile köcheln lassen. Dann sieht man auf jeden Fall, wie es schon ein bisschen andickt. Ja, und dann muss man mal probieren. Ich habe jetzt meine allseits geliebte Sojasauce wieder mit hineingegeben. Also ich bin ein richtiger Sojasoßen-Fan geworden. Früher war das überhaupt nicht der Fall. Und ein kleines bisschen von dem Alpro Cooking wieder. Wirklich nur so ein, zwei Esslöffel, mehr braucht man gar nicht für die Cremigkeit. Und dann habe ich noch ein bisschen Tomatenmark mit hinzugegeben und habe das noch mit untergerührt. Ja, und dann ist das eigentlich auch schon fertig. Man kann es einfach nochmal abschmecken. Vielleicht möchte man noch ein paar Kräuter mit hineingeben, ein bisschen Majoran oder so. Das ist ja alles Geschmackssache. Die Kartoffeln und der Kohlrabi war dann auch fertig und so sieht dann der fertige Teller aus. Ist fast so ein bisschen wie eine Art Gulasch, war auf jeden Fall sehr lecker. Nächstes Essen, hier habe ich noch ein paar Champignons und die grünen Bohnen waren auch in der Retterbox von Zerplas und das ist mein Rest von Kohlrabi und Kartoffeln. Und das wird jetzt mein Resteessen sozusagen. Ich habe jetzt hier die Champignons ohne Fett in der Pfanne angebraten. Das kennt ihr ja von mir schon, das klappt einfach wunderbar. Dann habe ich hier Knoblauch, mal wieder die Sojasauce. Aber ich sage euch, das, was ich jetzt hier mache, das ist so lecker, das müsst ihr unbedingt mal nachmachen. Wie gesagt, die Champignons sind jetzt schon ein bisschen braun. Dann habe ich die grünen Bohnen dazu gegeben. Man kann natürlich auch frische oder tiefgekühlte nehmen. Ich hatte sie jetzt halt in meiner Retterbox. Dann hatte ich den Knoblauch ausgepresst, mit dazu gegeben. Alles schön heiß werden lassen. Die Bohnen sind ja gar, die Champignons waren jetzt auch schon fertig gebraten. Und dann das Ganze mit etwas Sojasauce ablöschen. Also einfach nur
wirklich Bohnen, Champignons, Knoblauch und Sojasauce. Und das war's. Und diese Kombination schmeckt so gut. Ich habe das dann zu den restlichen Kartoffeln und Kohlrabi gegessen. Früher wäre es für mich gar nicht vorstellbar gewesen, da jetzt keine weitere Soße zu haben. Mittlerweile mag ich das sogar sehr gerne. Und es gibt wieder Reste, das zeige ich euch jetzt gleich. Das hier gibt Zitronenkartoffeln. Da habe ich schon mal ein Rezept zu hochgeladen. Ich habe einfach das Olivenöl weggelassen und Salat mit diesen rosa Tomaten, die gab es im Lidl. Ja, jetzt kommen die Kartoffeln in die heiße Fritteuse und so sieht dann hinterher der fertige Teller aus. Die Kartoffeln sind richtig schön knusprig geworden. Der Rest von gestern von Bohnen und Champignons ist jetzt dabei. Dann ist das ein Black Forest Tofu von Typhoon und der Salat mit Tomaten. Heute gibt es Brokkoli, der war im Angebot. Ich kaufe eigentlich, wenn es geht, immer alles, was so im Angebot ist. Und dann habe ich hier eine gekochte Süßkartoffel und diese Chunks wie Hähnchen. Ich habe die jetzt noch mit Dönergewürz gewürzt. Und aus der heißen Fritteuse ist das super, super, super gut. Dazu gibt es einen Klecks von dieser Gouda's Glory Käsesoße, aber wirklich nur eine kleine Menge, damit ich auch nicht über meine Kalorien komme. Denn ich versuche ja immer noch ein bisschen was abzunehmen. Und das gab es dann abends, das war der Rest davon. Und hier habe ich wieder was aus der Retterbox und zwar ganz tolle Nudeln und passend dazu eine Arrabbiata-Soße. Beides war in dieser Box. Ich habe immer die Bio-Vegan-Box und dann habe ich hier tiefgefrorenen Spinat. Und das hier ist meine Tofu-Creme wie Feta, sage ich jetzt mal. Ich habe das Rezept dazu auf Instagram geteilt, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, würde mich freuen. Und dann habe ich das zusammen kombiniert, super lecker. Für meinen Mann habe ich da einen Auflauf draus gemacht. Ich habe dann auch die Nudeln, den Spinat, die Arrabbiata-Soße, alles in eine Auflaufform gegeben. Und da das jetzt für meinen Mann war und nicht für mich, habe ich dann noch Sojasahne mit hinzugegeben. Das macht das Ganze natürlich noch viel cremiger. Das habe ich alles ein bisschen miteinander so verteilt. Und dann habe ich die vegane Tofu-Feta-Creme oben drüber gegeben und habe das Ganze damit im Ofen überbacken. Das hat richtig gut funktioniert. Schaut wirklich mal bei Instagram rein. Auch meine ganzen Frühstücksideen, die findet ihr dort. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Und das war das letzte Rezept aus diesem Video. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein paar Inspirationen mit auf den Weg geben und es hat euch gefallen. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt und aktiviert das Glöckchen, dann bekommt ihr immer eine Nachricht, wenn ein neues Video von mir erscheint. Danke fürs Zuschauen, viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!